Miau Ski. Ska. Ski, Ska, Sko. So. So. Ich bin geerdet. Du bist geerdet? Ich bin geerdet. Bist du geerdet? Bist du geerdet, Katze? Bin. Guck mal, da oben ist drüber ist eine Yoshi-Coin. Ich weiß, aber ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Bist du geerdet? Da oben ist ja auch eine Tür. Mhm. Das ist schon ziemlich tot. Tool. Boah. Wir hatten es gerade davon, dass man so Menschen wie Bruger einfach selbst dann nicht böse sein kann, wenn sie irgendwelche Posts auf Twitter schreiben, die man nicht voll verifiziert unterstützen kann. Ich kann dem Bruger sowieso nie böse sein. Das ist ja jetzt ein Beispiel. Ich finde das zum Beispiel immer super nervig, wenn man irgendwie schreibt. Schlecht. Muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen. Hast du recht. Dann gehe ich mal wieder, ne? Ciao, ciao. Nee, also ich kann das ja eigentlich nicht leiden, wenn man zum Beispiel jetzt aktuelles Beispiel Fußball-WM, das ist immer so ein ganz beliebter Fall, wenn man dann auf Twitter schreibt, boah, das war jetzt ein spannendes Spiel und dann irgendwie so Kommentare kommen aller, boah, ich guck das gar nicht, Fußball interessiert mich nicht, ist voll langweilig. Ist ja okay, ich zwinge ja niemanden dazu, Fußball zu gucken, aber jemandem immer sein geballtes Desinteresse vor die Nase zu klemmen, finde ich doof. Ich gehe doch auch nicht zu irgendeinem eurer Tweets über Animes und Mangas oder sonst was und sage, boah, ich lese keine Mangas, ich lese keine Animes, das ist sowieso schwer. Ja, das ist ein bisschen... Ist doch Blödsinn. Dann einfach ignorieren, wenn es einem nicht passt. Ich weiß nicht. Ich finde das blöd. Was hältst du davon? Ja. Mein, jetzt natürlich jammern auf hohem Niveau. Meine Twitter-Folgeschaft ist alle, das sind alles geile Menschen. Es kommt drauf an, wie man es umsetzt. Ich meine, ich habe mir den Tweet jetzt gerade noch nicht angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass er da ist. Aber wenn man zum Beispiel... das Ganze mit etwas Lustigem kompensiert. Dann so wie Bruger. Genau, denke ich mir. Oder wenn man einfach Bruger ist. Und oder wenn man einfach der Panda ist, ja, dann ist das schon verdammt hat geil. Hat man schon gewonnen, wenn man einfach so ein Knopfenkerle ist, das ist schon Knopfen, geil. So ein Knopfen-Rocker-Panda. Ja, das stimmt schon. Das ist geil. Aber ich weiß nicht, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht der Fußballfan schlechthin, ne? Du ja auch nicht, glaube ich, nee. Ne? Also WM und EM finde ich schon immer mal ganz spannend, aber jo. Ebenso geht's mir ja auch. Und dann ist man von allen gehasst. Von denen, die nämlich wirkliche Fußballhasser und sowas alles sind, die sagen dann, boah, scheiße, du bist gar kein truer Fußballhasser, du musst das richtig machen. Das ist doof. Und dann gibt's auch noch diejenigen, die Fußball richtig geil finden, die sagen, boah, du bist gar kein echter Fußballfan, dich mag ich auch persönlich. Das ist doch beides scheiße. Jetzt bist du aber in Fahrt. Achso, stimmt. Ich war gerade in Fahrt, darüber mich aufzuregen, wie doof das ist. Und habe gar nicht gemerkt, wie viel Leben ich farme. Ein bisschen Trance. Ja, habe mich mit einer eigenen Stimme hypnotisiert. Kenn ich. Soll ich jetzt mal nicht das Wasserlevel machen? Ja, du darfst alles machen, worauf du gerne Lust hast. Ja, dann auf das Wasserlevel. Ich habe einfach nur Lust auf dieses innere Gefühl der Befriedigung, das danach kommt. Das ist wie bei Sex. Beim Sex, das machst du ja auch nicht der Sache wegen. Nee, wer hat denn längere Haare, der Bruger oder du? Das weiß ich leider nicht. Ich nehme aber mal an, der Bruger. Der ist ja schon ein bisschen älter. Der hat schon länger wachsen lassen. Der hat schon vor dem Krieg angefangen wachsen zu lassen. Ja, der Arne ist ja auch schon so alt, habe ich gehört. Ja, dem fallen sie schon aus. Oh nein, das habe ich nicht gemeint. Achtung, hol dir die Blume. Achtung. Jo, das war... Aber ich kann... Hä, ich schieße die ganze Zeit, aber irgendwie nimmt der nur jeden dritten Schuss an. Das ist voll dreist. Guck mal, wer holt sich denn die Yoshi-Coin? Ja, habe ich vorhin auch sagen wollen. Niemand. Sterbt ihr, Miesgeburt. Die hier schon eher, ne? Ja. Aber dann kommen die von rechts. Wow. Okay, jetzt war ich schon mal so weit. Ich überlege das auch gerade, ich glaube ja, nicht. Ja, ich glaube schon. Echt? Die Passage oh, weiß ich nicht. Mit Leggen, geht gar nicht. Boah. Oh, hoch, hoch! Das sind so Dreiste. Oh, alle. Oh. Aber alle sind hier dreist, ne? Alles oh. Abgefuckte Fotzen. Das ist doch nicht deren Ernst. Das ist ein ganz normales... Oh, Mario. Rein da! So, ist da jetzt Ziel? Da muss jetzt... Oh, ja. Geil. Oh, Gott sei Dank. Grandios. Oh. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ja, aber danach schläft man halt als Mann gerne ein. Aber warte vielleicht noch 10 Minuten, bis der Part vorbei ist. Ja, okay, guck mal, oh, ich schwimme jetzt den Wasserfall runter und bin bei der Star Road. Digga! Okay, Alter! Geil, geil! Und du machst jetzt das Geisterhaus, habe ich gehört.
Das Begeisterhaus. Ich fand den Namen voll gut. Mhm. Ach nee. Ah ne? Ach nee. Ach nee, der Arne. Moin. Digga. Digga. Oh, die waren doch vorhin alleine, oder? Nee, jetzt hat er sich einen Kumpel geholt. Der ist jetzt begeistert mit seiner Freundin da unterwegs und sieht auf einmal die Katze. Ah, ich könnte auf den einen Sprungjump da hoch machen. Ein Sprungjump? Das ist der Beste. Der ist doch sicher ein Power-Up in einem. Ja, da habe ich doch vorhin auch meins gehabt. Und dann hier. Glaubst du, ich achte noch wirklich darauf, was in diesem Level passiert? Ich hoffe einfach, dass du das jetzt schaffst. Musst du da rein? Willst du da rein? Gehst du da rein? Ich mach das mal. Nein, 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 weiter, das ist eine Falle. Immer weiter, bis die, sonst kriegen die dich. Nicht da stoppen oder irgendwas. Draufdrücken! Draufdrücken! Kann ich! Den P-Switch. Oder ich hätte man durch die Tür gemusst, ich weiß es auch nicht. Nee, mit dem P-Switch wären ja dann die Dinger zugegangen. Ja, dann wäre man weitergekommen, aber will man das oder ist das wieder so eine tricksige Sache? So, was machen wir denn jetzt? Ich würde gerne die Star Road machen, aber ja, versuchen wir einfach mal. Gucken wir einfach mal, was da unten ist. Star World 4. Da waren wir noch gar nicht drin, ne? Okay, sieht bis jetzt noch sehr manierlich aus. Ein roter Yoshi. Den muss man bestimmt mitnehmen. Und füttern. Baby Yoshi. Nom. Bing, bing, battle ding, 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 ding. Muss man jetzt hier gezielt alles essen, also mit Shell. Na gut, das war jetzt doof. Das gibt's ja so manchmal, dass man bei den Viechern hier... Oh, ein blauer. Wahrscheinlich hätte ich eigentlich einen Fliege-Yoshi gebraucht und hätte jetzt... Wann entwickelt der sich denn mal? Jetzt. Hey, Yoshi entwickelt sich. Glückwunsch, dein Yoshi wurde zu... Und jetzt? Ah, fast. Ah, fast. Lose enough. Das wär doch ein Skilljump gewesen wieder. Mhm. Moin. Dann halt nicht. Nope, nee, nope, tschüss. So much nope. Mit den Skeletten seiner Vorfahren. Das sind gar keine Skelette. Ich bin still. Ja, bitte. Du merkst eigentlich, wie viel du redest, ey. Hast du mal dein Video gesehen, Katze? Ich glaube, das ist nicht der Trick. Der Trick ist, dass man mit dem blauen Panzer gegessenen Yoshi darüber fliegt. Das ist jetzt natürlich doof. Oh. Aber schauen wir mal, vielleicht geht's ja auch anders. Das hier ist immer so eine lustige Stelle. Da muss man quasi eine Kernbohrung durchführen. Hat nicht geklappt. Wie lange geht denn der Spaß noch? Das ist ein Weilchen, ja. Boah! Will ich da rein? Jetzt ist er wütend. Will ich da rein? Geht's da rein? Da geht's gar nicht rein, Katze. Da geht's nicht rein. Geht's da rein? Will ich da rein? Da geht's gar nicht rein, Katze. Geht's nicht rein? Will ich da rein? Da geht's auch nicht rein. Will ich da rüber? Da geht's rüber. Wow. Oh Gott, das ist aber jetzt hier. Das ist gemein. Zack. Schade. Close enough. Das Level ist lang für so ein Star-Road-Level, ne? Ärmchen wedelnd in den Abgrund. Der ist echt sehr, sehr lange. Ja, das höre ich öfter. Ja. Ich mag aber das Geisterhaus. Eigentlich ist das schon okay. Mhm. Wie lange habe ich denn Leben gefarmt? Das war bestimmt die Hälfte des Parts, oder? Das war schon so ein Weilchen am Anfang, ja. Ich habe dich halt mal machen lassen. Ja, danke. Oh, an dem bin ich noch nie gestorben. Oh, ey. Oh. Ich versuch das einfach nochmal hier. Ich fand das eigentlich ganz cool, das Level. Ja, mach. Ich würde uns wirklich gerne einen Speicherpunkt holen. Das ja, bitte. Wäre mir ein tiefes Bedürfnis. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Noms und Noms. So, jetzt haben wir direkt zwei. Das ist besser. Das ist besser. Ist besser. Oh, nur eins. Ja, aber schade. Nein. Ich glaube, einmal das zu machen reicht schon fast. Muss man jetzt hier aufpassen, dass man nicht beide isst. Seitdem man kriegt den Glitch hin, aber ich weiß nicht genau, wie man den triggert. Ja! Nein! Kacke! Worst case possible. Ob Yoshis wohl so weiche Nasen haben wie Rehe? Kannst dich ja mal von einem Yoshi ablecken lassen und es herausfinden. Würde ich gern.
Aber es gibt keine Yoshis Plot Twist. Dann gehe ich in den Abgrund. Das kann ich nicht. Jetzt hast du keinen Sinn mehr in deinem Leben. Mhm. Oh, kommt mir bekannt vor, das Geisterhaus. Das ist ein Forrest Augenschmaus. Ich hätte gern Power-Up. Ja, ich weiß, aber du kriegst doch da hinten eins. Das war der beste Punkt, um zu warten. I don't even... Was? Das kommentieren wir gar nicht mehr. Das ist gar nicht geschehen, Katze. Das gab's gar nicht. Ist gerade nicht passiert. Ist nicht passiert. Oh gut. Oh gut. Ding, 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 ding. Warum fangen wir immer gleichzeitig an, die Melodien mitzusingen? Weil wir echt coole Typen sind. Och, Kacke, ich dachte, ich hätte sie noch in der Hand. Ist unsere Glückssträhne vorbei? Glückssträhne ist schon vorbei. Was war das denn? Hä? Du hämmerst immer mit einem Schmackes auf deine Tastatur, wenn du in ein Level willst. Das ist unbelievabel. Oh, es hat geleckt. So? So ist besser. Besser ist besser. Komm. Großer Buh, du bist so gefährlich. Ja. Okay. Okay. Ist ja nur. Ist das gerade so eine Scheinlache oder findest du das genauso lustig wie ich? Ah! Scully, was tun wir hier? Ich glaube, ich gehe auch gleich in den Wald. Dieses Star-Mode-Level, das schickt mich gerade. Willst du das jetzt mal so, wie wäre das denn jetzt mal so? Wäre mir ein Anliegen, wenn du das jetzt schaffst? Ja, stell dir vor, mir auch. Geil, dann machst du das jetzt. Aber ich kam ja auch schon mal voll weit. Ich weiß gar nicht, was jetzt... Guck mal, der Buh, der ist so gefährlich. Ach so, oh. Aber so geht's auch. So, ihr seid hier wieder zu zweit, ihr Senkels. Senkels of Doomshit! Doomshit. 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 Benjamin Blümchen. Blümchen. Was hat der Elefant damit zu tun? Ich weiß es auch nicht. Der ist einfach ein geiler Typ. Einmal die Parade vorbeilassen. Oh. Das war super. Bin. Okay, und jetzt rallig durch. Ohne auf irgendwas zu achten, was dazwischen ist. Außer vielleicht den Peace-Switch am Ende, das weiß ich eben nicht. Aber das leckt. Ja, das ist richtig. Ist richtig. Ja, richtig. Lasst mich! Nein! Nee, ich lass dich jetzt nicht. Oh, da unten ist irgendwas. Jetzt habe ich's verkackt, richtig. Oh. Bist du beim Leben, das macht nichts. Jetzt einfach schnell wieder weg von denen und dann kommt man da auch noch irgendwie durch. Aber du hast ja nichts verloren dabei. Das hat aber auch gerade geleckt nochmal. Und da streckt er wieder die Zunge raus, der Frechdachs. Dreistes Kerlchen. Ich glaube, ich habe jetzt keine Lust mehr auf die Star Road. Okay. Das ist ja eh sowas, das macht man halt immer mal wieder. Moment, da wollte ich gar nicht hin. Sondern, hallo? Ach so. Ist auch die einzige Richtung, auf die ich nicht gekommen wäre, wenn ich jetzt zum Wasserfall will, dass man da nach unten geht, ne? Ich meine, wir müssen immer noch diese geile Brücke hier links machen, aber ich habe da irgendwie echt so null Lust drauf gerade. Ja. Ich will jetzt auch mal was machen, was Spaß macht. Ja, das darfst du. Darf ich mal hier durchkommen zu dir? Ja, klar. Kommen Sie vorbei. Mal schauen, ob ich das Level überhaupt kann. Das war ja jetzt auch nicht so einfach. Schön, dass du das zu einem Level sagst, das ich geschafft habe. Das wird nicht so oft passieren. Das ist schon beim Castle passiert. Stimmt. Alter. Scheiß Leck. Das war gerade aber richtig Arsch. Boah. Das war gemein, da hast du schon recht. Hab ich schon recht, ne? Oh Mann. Ja, okay, luscht mehr. Ich will jetzt den Speicherpunkt. Aber wieso leckt das denn immer in letzter Zeit so bei uns, Katze? I don't know. Am Anfang ist das doch noch voll gut. Ja. Alter. Das ist ja grausam. Ich glaube, wir müssen das... Was kann man denn da machen? Jetzt gerade ist richtig schlimm. Also so kann man fast nicht spielen. Naja, der Part ist jetzt eh vorbei. Kann man danach mal gucken, ob man da noch was redeichselt. Aber ich wäre trotzdem, also auch wenn du jetzt lagst und eine Entschuldigung hast, wenn du es nicht schaffst, dann bist du trotzdem natürlich sehr willkommen, das zu schaffen. Boah. Was passiert hier? Und ich sehe nichts, weil es so... Ach, Mann.
Das ist jetzt gerade hier erhöhter Schwierigkeitsgrad. Dafür kann man halt auch echt nichts. Vor allem, weil wir nichts geändert haben und mein Internet läuft wie immer super. Ich habe vorhin für einen Upload von einer 2-stündigen Videodatei nicht mal 5 Minuten gebraucht. Und die war HD. Geht weg, ihr Lecktiere. Die war halt doch einfach jetzt nach rechts durch und schnell rauf. Nein, nein, weiter nach rechts. Ja, weiter. Ich hab's gemerkt. Schade. Also sollen wir jetzt mal unterbrechen für heute und sagen, wir gucken, dass wir die Lecks jetzt noch irgendwie gefixt bekommen. Ist, glaube ich, besser, ja. Machen wir? Machen wir. Geil. Schön. Dann bis zum nächsten Mal auf wessen Kanal? Auf deinem Kanal, dienstags. Oh. Yeah. Geil. Nee, Quatsch. Hm, doch. Ja, hast recht. Ja, hab recht. Heute ist ja Montag. Heute ist Montag. Stimmt, hab ich vergessen. Ja, dann tschüss. Mach's gut.